Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine dialektische Erörterung schreibt. Zuerst mal, wie bei jeder Erörterung, wird eine Einleitung geschrieben. Dies kann ein Zitat beinhalten, eine eigene Erfahrung, ein aktuelles Ereignis und so weiter zum Aufsatzthema. Und dann kommt der zweite Punkt, der Hauptteil. Und hier merkt man den Unterschied zwischen einer dialektischen Erörterung oder einer linearen. Denn im Gegensatz zu einer linearen Erörterung wird bei der dialektischen Erörterung auch Gegenargumente benutzt. Also Kontraargumente. Nun komme ich zum Hauptteil. Zuerst mal ist es wichtig, dass es hier zwei Möglichkeiten gibt. Ich speziell finde die erste Möglichkeit, die Sanduhrmethode, leichter. Es gibt eben die Sanduhrmethode und die Ping-Pong-Methode. Manchmal darf man sich eine von den beiden aussuchen, doch in den meisten Arbeiten ist die Methode eben vorgeschrieben. Doch was ist nun die Sanduhrmethode oder die Ping-Pong-Methode? Ich erkläre euch erstmal die Sanduhrmethode. Dies ist eben die einfachste. Dies ist eben wie eine Sanduhr aufgebaut. Erst kommt das wichtigste Gegenargument und dann wird es immer schwächer. Dann kommt sozusagen der Wendepunkt. Und man fängt wieder mit dem schwächsten Argument an und es wird immer wichtiger bis zum wichtigsten Argument. Wie eine Sanduhr eben. Erst stark, dann wird es schwach, vom schwach wieder zu stark. So kann man sich das gut einprägen. Aber immer mit dem Gegenargument starten. Man kann natürlich auch mehr als drei Argumente beim Kontra und beim Pro nehmen, als hier im Beispiel angezeigt wird. Die Ping-Pong-Methode ist natürlich auch relativ einfach auf jeden Fall zu erklären, denn dort wechseln sich die Pro- und Kontra-Argumente immer ab. Man hier sieht, also zuerst Pro, dann Contra, dann wieder Pro-Argument, dann wieder ein Contra und so weiter und so fort. Mindestens drei Argumente eben immer auf jeder Seite. Und es ist wie ein Ping-Pong, denn ein Ping-Pong, den wirft man eben hin und her und erst auf der einen Seite, auf der Pro-Seite und dann auf der anderen Seite, der Contra-Seite. Und so wechseln sich die Argumente eben immer ab. Als letztes ist es noch wichtig zu wissen, dass man natürlich die Erörterung auch irgendwie abrunden muss. Dazu ist der Schluss da. Da sollte auf jeden Fall eine kleine Zusammenfassung nochmal rein. Also zum Beispiel, mein stärkstes Argument war das und das, weil das und das passiert ist. Und ein eigener Standpunkt oder eigene persönliche Meinung noch mit reinbringen zu dem Thema nochmal. Und man kann natürlich auf die Einleitung nochmal zurückgreifen, wenn man zum Beispiel ein Zitat verwendet hat oder besser gesagt eine eigene Erfahrung zu dem Thema. Dann kann man da eben nochmal aufgreifen am Schluss, um eben einen runden Abschluss zu haben. Ich hoffe, ihr wisst nun, wie man eine dialektische Erörterung schreibt und viel Spaß dabei.